Storyline heute. Bist du jemals überhaupt alt wie gestreamt? So, ich kann hier über Discord einloggen. Ganz wilde Pommes, Alter. Ruhe, Katze. Liegt. Was liegt? Du willst dein PayPal, dein Bank. Inge Felix, danke schön für den Prime 7. Merci. Genau, Charakter heißt übrigens Curtis Junior Noel. Nicht Kusch. Gucken, ob überhaupt irgendwas geht. Aber wenigstens mal den Server zeigen. Schalten wir, haben wir schon. Dankeschön, Loco. Ja. Oui, oui. Also für die Leute, die am Anfang des Streams nicht dabei waren, wir haben ein bisschen wieder über IP geredet. Ich weiß nicht, was ich momentan auf Sektor machen soll. Das ist kein Hate an Sektor oder so. Wenn mir irgendwas einfällt, wir werden halt ein bisschen das Spektrum erweitern. Nee, kein Kusch. Auf dem Server ist das so. Warte. Der Server ist so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Sieht so komisch aus. 16 zu 9, halt Small. Wieso? Woran liegt's? Einfach das RP. Das ist, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Der Server ist so eher so ein bisschen Midcore, Hardcore. Die Leute nehmen da Gang-RP zum Beispiel ernster und spielen das auch besser. Ne, nix ernster und nix Spaß. Die Leute haben mir trotzdem Spaß. Wir hatten als wir gestern gespielt haben, hatten wir Spaß. Und ich wollte mir ja schon vor einem Monat mal angucken. Güffi zockt auch hier, aber der ist, glaube ich, nicht drin, weil er krank ist. Ist halt anders. Wir haben halt sehr viel Wert auf, zum Beispiel das mit den Animationen, guck mal, man kann sitzen und Handy in der Hand nehmen, ohne aufzustehen. Es gibt, das ist jetzt eine eigene Wohnung, hier ist ein Safe, den kannst du aufschließen. Wenn die Leute hier einbrechen, da sind jetzt ein paar Schlüssel von uns drin. Das ist das Interface. Ist alles, ich würde sagen, alles sehr professionell. Hast einen Kühlschrank. Kannst auch abschließen, aufschließen. Hier haben wir noch Pizza. Um ein bisschen was zu trinken. Animationsmenü. Hast halt alles, ne? Ist halt ein bisschen. Bisschen mal was anderes. Mal gucken, ob wir hier glücklich werden. Sehen wir dann. Muss man sich doch bewerben, natürlich. Wenn jetzt noch jemand am Handy gehen würde.
Wir haben hier alle ein Handy, um nicht ranzugehen anscheinend. Cool. Und Ursaas, vielen lieben Dank für den Prime Sub am 18. Immer wieder gern. Und Doomfox, dankeschön für den Prime Sub am 58. Dankeschön. Oder checke ich hier gerade was nicht? Ich weiß halt nicht, ob Klingeln bedeutet, dass die doch da sind. Das weiß ich halt nicht. Das weiß ich halt nicht. Ach, guck mal, Herr, der Luis, bei dir klingelt IC? Aber du bist im Chat? Ist kaputt? Hallo? Aber warum klingelt das? Oh Gott. Ja, das ist... Hallo? Hallo? Ich glaube, das Handynetz spinnt ein bisschen. Keine Ahnung. Ich habe dich ein paar Mal angerufen. Ich? Was machst du hier? Ja, wie? Soll ich mich umziehen, Mann? Jo. Ja. Hi. Mit wem bist du unterwegs? Mit Tori, meiner Freundin. Was ist mit Ricky und Luis und so? Weiß nicht, ich hab die nicht gesehen heute. Hast du Ricky noch nicht gesehen? Oh, oh. Scheiße, und was mit Goofy oder dem Onkel? Nicht gesehen heute. Verdammte Scheiße! Der mich eventuell auch nicht umbringen möchte. Wer will dich umbringen? Ein Typ, der Besitzer von Tattoo-Laden. Warte mal, du stehst vor mir, Bro. Was geht ab? Ich bin nicht dein Bro. Entschuldigung, warte, warte. Das war doch nicht so gemeint. Komm schon. Komm, ich will Lass mich nicht hängen. Zieh dich. Lass mich nicht hängen. Verzieh dich, Bruder. Lass mich nicht hängen. Weg. Das ist mir ausgerutscht. Nee. Ja, okay. Wenn du mich nicht umarmen willst, dann gibt's nur eine Lösung. Du weißt, was abgeht, ne? So. Ey, Mann, ich will mich doch umziehen. Jetzt kannst du erst recht darauf verzichten, ich sag's dir. Okay, ich warte. Nee, ich will mich umziehen. Geh weg. Ja, wie? Geh schon, ich ja, will mich Ich trau mich umziehen. Nicht allein auf die Straße, da sind nur Gangster. Dann geh ins Klo oder in die Küche. Darf ich nicht hier sein? Ich will mich umziehen, verdammt. Kai, aua. Kein Grund, mich zu schubsen. Ich warte im Wohnzimmer, okay? Ich rufe nochmal Ricky an. Wieder abstopfen. Oh boy, yo. Lusen, vielen lieben Dank für den Wisdom im 23. Monat. Jo. Aua. Warum schlägst du mich? Das ist irgendwie blöd.
Ob du blöd bist, habe ich gefragt. Mann, ich sag dir... Versteh kein Wort. Ich sag dir, ich will mich umziehen. Ja, aber du hast dich doch schon umgezogen. Das ist kein Grund mehr, in die Fresse zu hauen. Das nicht. Was? Mein Gott. Ich will einfach nur ungestört mich umziehen, Mann. Okay, ich bleib hier. Ich warte. Ist gar kein Problem. Jo, das Interface auf Storyline ist sehr schön. Und nach Benzo. Da geht aber Rico nix. Chillen. Wir haben gerade Star Wars gezockt. Aber dann bin ich ein bisschen tiltet gewesen. Oh Gott. Ich drücke mal X für Animation abbrechen, weil das im Gehirn gespeichert ist. Die haben hier super wilde Animationen. Du kannst zum Beispiel auch die Hände in den Hoodie vorne reinmachen. Ist halt Alt-V-Server, ist kein 5M-Server, ne? Get's dirty, bro. Boah. Benes, danke schön für den Wiesam im zweiten Monat. Merci, merci. Bist du fertig? Ja. Ich hab mir ein Bauchnabel-Piercing stechen lassen. Wo? Ich sehe keinen. Am Hintern. Ja, aber ich. Ich sehe keinen, meinte ich damit. Was am Hintern? Kann ich auch ein bisschen Lasagne? Nein. Warum? Ich hab Hunger. Ich hab auch Hunger? Dann nehme ich die scheiß Pizza aus dem Kühlschrank. Weil du nicht mit Metallen willst. Ich esse auf dem Klo weiter. Ja, wie? Ich muss pinkeln, Mann. Okay. Ich nehme die ganze Pizza mit. Danke, wie es ist. Also Animationsgame und Klamottengame und alles haben die durchgespielt, Alter. Das Gang-RP ist ein völlig anderes, das habt ihr, werdet ihr noch nie gesehen haben. Wer sich an Nifty erinnern kann, da war so eine kleinere Truppe vom Alpi damals. Hier mit dem Denglisch-Kicken oder auch Englisch, ne? So, yo, wasane und shit. Was ich auch manchmal ein bisschen mache, weil ich kann das nicht so perfekt wie die Jungs hier auf dem Server. Ich würde so sagen Midcore, Hardcore. Aber auch mit Spaß. Animationen sind absolut crazy, Junge. Die haben sich hier so viel Mühe gegeben, ne? Ich weiß, wir überlegen auch zu Alt-V? Alt-V meinst du nicht F? Zu gehen? Ja, da brauchst du aber richtige Entwickler für Rico, das sag ich dir. Du kannst ja, Bruder, die ganze Animationsführung ist krank, Alter. Personalausweis zeigen. Und dann hast du den auch in der Hand. Junge, der Flitzebogen von gestern. Kannst deinen Perso so zeigen, Führerschein genauso. Naja, falls die Cops kommen. Hier hast du Fahrzeugpapiere. Ich weiß zwar nicht, woher die kommen, Alter. Die wurden mir zugesteckt wahrscheinlich. Hier, was ist denn das? Storyline ist das, ja. Das ist ein anderer Server. Du hast hier in der Mitte, kannst du aktivieren, ein Crafting-System. Du kannst hier kochen. Ach, du kannst alles, Bruder. Allein dieses Interface mit den Klamotten und so ist schon wild. Ich hab, war doch noch mal shoppen. Ja, wie? Ich komm jetzt, du kannst aber Items. Mein Freund ist dabei, aber du bist trotzdem meine Nummer 1, okay? Eine Dose Cola oder irgendwie so ein Shit in der Hand hast, drückst du F3. Und dann kannst du die überall hinstellen und andere Spieler können das aufheben. Genauso wie mit Knarren und allem möglichen Shit. Was denn? Pass auf, ja. Ja? Vittori. Sag mir, ist das dieses Oberteil? Ich soll das jetzt entscheiden? Ja. Oder ist es vielleicht doch ja. Dieses Oberteil? Oder eher dieses Oberteil? Na, das ist ja eine Jacke, ne? Nee, das erste war schon cooler.
Ja, dieses Oberteil. Hi, Jess. Moment, habe ich das hier schon gezeigt? Ja. Nee, das ist auch cool, aber das passt nicht zur Hose. Ja, das stimmt. Das werde ich noch. Das ist auch cool. Aber passt irgendwie auch nicht. Ja, oder irgendwie habe ich kein passendes Oberteil zu der Hose. Na, dann musst du shoppen gehen. Schau mich nicht so an, okay? Okay. Ja, ich oh Gott. Nicht so laut, der Louis schläft. Ich habe auch noch diese Hose. Vielleicht mit diesem Oberteil. Ja, aber das sieht fresh aus, aber die Schuhe sind wack as fuck. Ey, Mann, was soll ich sagen? Ja, auf dem Outfit, Mann. Weißt du, ich habe keine anderen. Na, dann müssen wir shoppen gehen. Aber wir haben keine Karre und mein Fahrrad ist kaputt. Und Ricky hat mir nicht gesagt, wo ich hingehen soll mit dem Fahrrad. Gesundheit. Na, dann zieh das doch erstmal an. Ja, klar. Ich zieh das einfach. Ich will gar nicht in den Kleiderschrank gucken, wie viel du schon bestimmt wieder gekauft hast. Denk dann, wir müssen uns eine Karre kaufen. Also eigentlich nichts. Okay. Dem, was nichts ist. Warte, war aber nicht auf? Was? War der Barber nicht auf von Rickes Freundin? Keine Ahnung, geh ruhig gucken. Ne, keine da. Warte mal, ich fahr jetzt bei dir mit. Ich kann dich doch nicht fahren, Mann. Ja, dann fahr ich dich. Aber ich weiß nicht, wohin. Na, zum Kleiderladen. Ich brauch neue Schuhe, verdammt, neue Schuhe. Ich dachte zu deiner Freundin, Mann. Ja, danach. Tja, okay. Ich sehe übrigens nichts. Du musst sagen, wo ich hinfahren soll. Ja, fahr einfach. So wie es dein Gefühl... Nicht so, ja, steig ist okay. Ab, ich schwöre. Ja. Du machst das echt gut. Na, ich guck zwischen deinen Armen. Nicht so schnell, Rüdiger, nicht so schnell. Gott, was geht hier schon wieder ab? Oh, heute wurden Waffen gezogen. Oh Gott. Fuck. Einfach weiter, das sind... Ja, schnell weg. Das sind echt voll die Kriminellen. Aber ich... Hat er dem das Bike abgezogen? Keine Ahnung. Du musst dein Bike abschließen. Ich glaube, die haben den das Bike abgezogen. Das ist okay, heute sind viele komische Sachen passiert. Ja, irgendwas leckt hier. Ich habe halt auf Edwin noch nie gestreamt, ne? Ist das für euch flüssig im Stream? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nur 60 FPS habe. Alternate lief nicht auf IDW. Spotify? Oh, ich habe einfach kleine Füße, Mann. Komisch. Ja, was soll ich machen jetzt dagegen? Vielleicht sind es auch die Schuhe, die so klein wirken. Kann sein. Scheiß drauf, nehme ich die. Alternate Rage, ja. Wir haben sonst noch Scheiße hier. Ich kauf die, wenn du nix sagst. Deine Füße sehen echt kleineren aus. Ey, Mann, was soll ich tun?
Kauf dir ein paar Chucks oder so. Zu spät. Oder Wands. Wie cool. Zu spät. Gesundheit, danke für den Resub im 29. Okay. Mit Prime bei 30. Yep. Dankeschön. Wie teuer waren die? $20. $20, Mann. Das ist mein Gehalt. Wie? Warte mal, du hast einen Job? Nein. Ich du bekommst nur so tun, als ob. Jo, was geht denn da vorne ab? Ja, das ist der Tattoo-Studio. Und das Unicorn hat heute auf. Oh mein Gott. Hier rechts, war hier rechts. Da, oh, Tattoo-Laden. Hier links, hier links. Oh, geil. Hier links. Jo, chill, wo? Hier. Da durch. Da steht's doch dran. Ach so. Jo, ich sehe doch nichts, Mann. Ja, du sitzt voll auf dem Lenkrad. Mann, mach doch ein bisschen die Augen auf. God damn. Ja, was geht ab? Was geht ab? Ja, was geht ab? Geht ab. Ja, was geht ab? Nix, hab schon wieder Blutdruck von 300. Warum? Na, frag Lea. Kannst du ihm einfach nie recht machen? Wie soll ich denn was sehen, wenn du von draußen sitzt? Ja, ich einfach mal zur Seite schauen. Warum sagst du ihm nicht, wo er langfahren soll? Ich hab gesagt links. Und er wollte gerade ausfahren. Keine Ahnung. Ich geh mal am Unicorn und gucken, was da abgeht. Ich laufe mal rum und rum. Lea, deine Hose ist offen. Okay. Ja, was soll ich sagen? Ich hab. Ja, danke, dass ihr mir zuhört. Cool, voll nett von euch. Ihr seid die Besten. Nia, Junge. Oh Gott, das sieht so sexy aus alles. Na, hier ist Full House anscheinend. Dori hat die eigenen Tattoo-Studio wieder hier. Das ist ihr Main-Server eigentlich. Ja, auf dem Server ist da doch so italienische Mafia, Russen-Mafia oder so, die Ecken komplett im Untergrund so, ne? Also Underground-mäßig. Die wirst du auch so als normaler Spieler, glaube ich, nie zu Gesicht bekommen. Oder identifizieren, dass die irgendwie zu einer Mafia gehören oder so ein Shit. Hier gibt es auch nicht großartig das, was man von anderen Servern kennt, da die in Full Collar rumrennen und so. Du identifizierst Gangmitglieder überhaupt dann gar nichts, Alter. Die untereinander, vielleicht dann irgendwelche Caps, die tragen oder so. Aber das ist ein Code, den Zivilisten überhaupt gar nicht verstehen. Genau wie den Slang, die sprechen und so ein Shit. Und es wird auch nicht, warte, kann ich mal zeigen. Ah, sieht man zwar nicht auf der Map, aber ich kann das mal so zeigen. Hier sind so ungefähr, ich sag mal so zu Primetime 300 Spieler drauf. Und es wird nicht die ganze Map bespielt, ne? Nicht mal die ganze Stadt. So die Hälfte der Stadt wird ungefähr bespielt. Und auch nur hier findest du Läden und so. Damit man einfach diese Dings hat, die Immersion hat von, yo, die Stadt ist full. Wisst ihr, was ich meine? Komplett ausgesucht, welche Läden es gibt, wo die hinkommen und bla bla bla. Also richtig viel Mühe gemacht. Das Einzige, was der Server halt das Problem hat, so, der hat halt nicht viel Werbung. Also keine Streamer gehabt und so. Und wenn auch nur was kleinere. Viele Leute haben Storyline überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Die krassesten Moves, die ich je gesehen habe. Oh, da geht ja die Post ab, Alter. Was hast denn du da? Das ist mein Lieblingssong. Yo, get dirty, bro. Dirty, baby. Yo, ist das ein Rapper aus Los Santos? Nee. Die wohnen dann nicht hier? Ist das kein Local? Nee, der kommt aus Deutschland. Ach so. Doch, du kannst aus der Stadt raus, klar. Gibt keine Sperre oder so ein Shit. Aber du weißt halt, dass wenn du aus der Stadt rausfährst, dass du niemanden anders treffen wirst, weil die Leute in der Stadt sind. Ich hab nie tanzen gelernt. Nein, brauchst keinen Streaming. Der spricht genauso deutlich wie die Leute hier. Okay, reicht jetzt so. Und dir gehört das Tattoo-Studio? Nein, einem Freund. Aber du arbeitest hier. Ich arbeite hier. Was kosten so Tattoos? Kommt drauf an, das ist so ein... Ganzen Rücken voll? Bist du so knapp bei 800.000? Ich hab noch gar nicht mein Bauchnabel-Piercing bemerkt. Oh, nee, Entschuldigung. Bin ich. Boah. Wolltest du dir nicht auch noch die Nägel machen lassen? Nee. Kann man hier übrigens auf dem Server auch, ne, für Frauencharakter. Wimpern,
Nägel, du wartest, alles, dass ich Alter. Mir die Nägel machen lasse, du oberflächliches Arschloch. Ja, ich habe doch nur gefragt. Nein, schon gut, meine Nägel reichen nicht mehr. Ja, das ist Nägel-Shaming, was hier passiert. Absolut. Dafür werde ich dich auf Bleeder canceln. Oh no. Ja, bitte nicht auf Bleeder gegen mich, bitte. Ich habe drei Follower. Oder vier. Ich muss mal checken. Ich habe auch irgendwie so ein paar. Also ich werde mir auch nur die Nägel machen. Ich kann man mal sehen, Gangs. Ich bin nicht so. Warte, ich klär gleich. Ja, Nägel machen mich ja auch irgendwie immer so wütend, weißt du? Ja, und dann will ich immer Leuten die Augen auskratzen. Ja, vor allem sind die immer so lang. Wie sollst du denn dann an dein Handy kommen? Ich hab keine Ahnung. Ja, das ist doch der Flitzebogen, dieser Dequan, oder? Und hast du dich mit unechten Nägeln schon mal am Popo gekratzt? Ach, okay. Das ist so unwirklich und so gar nicht befriedigend. Sowas zum Beispiel siehst du auf keinem anderen Server, Alter. An die guten Stellen, aber diese Graffitis, das meinen die selber. War's. Und das posten halt auf Bleeder und so. Und stecken damit ihr Territorium ab. Und dissen andere Gangs, ne? Ich weiß zwar nicht genau, was das bedeutet. Was geht so um Unicorn außer nackte Frauen? Party, da sind viele Leute drin. Ja, ich habe 3 warst da noch Follower. Gar nicht. Aber ich war Witch. Ich weiß, dass da viele Leute drin sind, weil ich gesehen habe. Nein, nicht, dass du noch 800 Dollar bist. Ja, deine Mitarbeiter sind ja auch da irgendwie so. Ja, den gehört der schon. Oh, wirklich? Ja. Mann, und er will mir sagen, der ist nicht erfolgreich oberflächlich. Er hat nur gesagt, dass er nicht erfolgreich für sich ist. Für ihn ist wichtiger, Familie zu haben und so. Ich laufe nochmal eine Runde. Das nervt mich. Bruder, ich habe keine Ahnung, wie viel genau in der Gang dürfen, aber das sind eher so. Es sind keine Gangs, wie man das kennt, so von wegen, ja, einer bespielt die Grove, sondern es gibt eine Gang und dann mehrere Sets, soweit ich das weiß. Ja? Es gibt eine Gang und davon gibt es mehrere Sets. Und ich glaube, in jedem Set sind immer nur so 5 oder 6 Leute drin. So eine kleine Clique. Und die spezialisieren sich meistens auf irgendwas. Die einen gehen nur Graffiti sprayen, die anderen verkaufen nur Drugs, die anderen Gangbang. Ah ne, die knallen andere ab so. Das Gang-RP, was du hier sehen wirst und auch wie die sprechen und so, wirst du auf keinem anderen Server finden. Nicht in der Qualität, niemals im Leben. Die pressen dich auch. Das kann sein, dass die zwei, die mir jetzt entgegenkommen, mich fragen, woher ich komme und so, was ich hier will. Oder die drehen um. Aber hier eher nicht so, weil wir am Unicorn sind. Das ist kein Gang-Turf hier. Aber die können mich halt trotzdem fragen, ne? Warum hast du die Hände im Hoodie drin und so? Ich bin in keiner Gang, nein, Bruder. Ich bin seit gestern da. Besser als GTA Live auf jeden Fall. Jojo, was geht? Seid ihr fertig? Das ist einer meiner Freunde. Das ist sogar nicht nur ein Freund, das ist mein Freund, okay? Also du kannst mich nicht töten. Er will dich nicht töten. Ich meine ja nur. Warum sollte ich jemanden töten wollen? Ja, der hat so Leute beschrieben, die man töten könnte und... Ich weiß nicht. Ich habe ihr den Zusammenhang zwischen Schachspielen und Serienmorden erklärt. Mhm. Und dass man sich, was für Opfer man sich taktisch gesehen am besten suchen sollte. Und da hat sie sich anscheinend so beschrieben gefühlt, dass sie Panik bekommen hat. Dann ist sie einfach weggelaufen. Ja, du bist am Arsch leer. Da ist er. Du passt ins Opferprofil. Ich bin so ein Opfer, Mann. Du brauchst Pfefferspray oder so im Chat. Oh, ich mag keinen Pfeffer. Das ist dabei, glaube ich, dein geringstes Problem. Das ist doch nicht dafür, dass du das einnimmst, sondern dich da... Ach egal, scheiß auf. Du bist doch nicht alleine. Damit würzt man doch das Essen, oder nicht? Nein, das sprühst du anderen in die Augen. Gesicht sprühen, wenn sie das benutzt. Storyline, ich mache noch einen Link fertig dafür. Wenn ich mag keinen Pfeffer, alles gut. Das ist nicht zum Essen. Ja. Und Salz auf mich. Ist ziemlich eklig.
brennt in den Augen ein bisschen. Genau. Nein, auch wenn man das jetzt einnimmt. Zwiebeln auch. Warum gibt es kein Zwiebelspray? Weil du die Leute nicht zum Weinen bringen willst, sondern sie stoppen willst. Genau. Dir passiert schon nichts, Lea. Verstehe das nicht. Mir ist total ungefährlich, die Stadt. Hier gerade hier unten. Total ungefährlich. Ja, hier wurde auch nur einmal eine Waffe gezogen. Jo, der Motherfucker da drüben im Lucky Placker wurde gerade das Bein abgezogen. Der wurde da runtergetreten. Oh, ja, stimmt. Bei dir klaut keiner deinem BMX, Mann. Junge, wenn das jemand bei mir versucht, ne? Ja, dann liegst du erstmal. Ich hab einfach weggeschaut, so wie man's macht. Ja, wir sind sofort abgehauen. Dann gibt's erstmal Ärger. Gar keinen Bock mehr, eine Kugel zu fangen. Nicht? Nee. Warum nicht? Ich hänge an meinem Leben. Aber wieso? Schon an ich denke, Leben. Dass das mir nur irgendwann mal wird. Genau. Ja, ist ein guter Grund zu leben, sag ich ehrlich. Das sind große Träume, die du hast. Mhm. Was soll denn aus dir werden? Was willst du werden? Keine Ahnung, Mann. Arzt. Jo, Tierarzt. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal kochen kann. Jo, bei deiner ich Lasagne? Ich bring dir das doch bei. Ey, Mann, du kriegst gar nichts mehr. Ja, du hast mir vorhin schon nichts gegeben. Aber ich wollte... Wir haben übrigens kein Essen mehr zu Hause. Das ist Papa, da habe ich alles gegessen. Nee, ich habe die Pizza mitgenommen. Ich habe die in der Hoodie-Tasche vorne. Lecker. Jo, Bro. It is what it is. Hast du das? Hast Gott, du irgendwas muss man in leben. Eine Tupperbox gepackt oder so? Nö, ich hab die einfach so reingehauen. Der Hoodie wurde nachher gewaschen. Bro, wir haben nicht mal so Tupperbox, Alter. Wir haben nicht mal ein Brettchen zu Hause oder ein Messer. Wie teuer Tupper ist, Mann. Wir können uns nicht mal ein scheiß Brot schmieren. Dafür kann ich mein Leben verkaufen, um Tupperware zu bekommen. Na, wir könnten deinen Körper verkaufen. Ich yo, kann yo, nicht yo, schon yo, yo, yo. Wieder mehr so. Also, wieder? Was heißt schon wieder? Ich meine, ich kann mir keinen Arm abhacken, Mann. Du kannst dir nicht schon wieder einen Arm abhacken? Aber du siehst doch, guck mal, der Dude zum Beispiel, der spricht überhaupt gar kein Englisch oder so. Ich hatte diesen Traum heute. Der spricht ganz normal. Was ist ein Traum? Wo ich meinen Arm verloren habe, weil ich ihn mir irgendwie abgehackt habe. Okay, jetzt bin ich richtig verwirrt. Wenn wir jetzt gleich wieder Dämonen wegtanzen, wie gestern Abend, ne? Dann geh ich aber nach Hause. Dann geh ich zurück in die Crib. Dreimal, ich sag's dir, wir haben Louis nicht dabei. Scheiße, wir haben Louis. Wo ist Louis? Panda? Keine Ahnung. Die Handys klingeln, aber keiner geht dran. Ja, das klingelt nur nicht, wenn belegt oder aus ist. Also, das passiert so, wenn Leute schlafen, dann klingeln die Handys halt durch. Nicht jeder macht sein Handy aus, wenn er schlafen geht. Was ist denn das für ein Quack? Mach mein Handy Maus. Na ja, nee, wahrscheinlich Pater Louis. Unser Louis, ja. Ja, Ricky, geh dran, Mann, rette mich. Ja, Dori hat noch irgendeinen Laden auf, wo man ein Messer kaufen kann und so ein Shit? So Küchenhaushaltsdinger? Nee, hat's nicht. Hat zu. Fuck. Wir müssen auch noch komplette Kücheninrichtung kaufen. Ja, wir auch. Richtig. Lea hat alles weggeschmissen, kaputt gemacht. Hey, Mann, mach mich halt nicht wütend. Achso, sagst du Paco das? Wer ist wieder dabei? So, ey, deine Mr. Maker kommt auch. Übrigens aus, weil sie bei mir mietfrei leben kann, du musst sie für mich kochen. Ja, genau das. Mein, nee, warum nicht? Das ist doch ein guter Deal. Nee, bei mir wohnt auch. Bei mir wohnen zwei Leute mietfrei. Und trotzdem kocht keiner. Ich wohne jetzt bei seinem Cousin und zahl 40 Dollar. Und bei ihm kann ich wohnen. Und er ist mein Chef, er kann mich auch noch mit zur Arbeit nehmen. So ein Leben hätte ich auch gerne. Warte mal, du bringst Lea kochen bei? Ja. Ich habe ihm auf dem Handy diese ganz scheiß Rezepte angeguckt. Ich blick da überhaupt nicht durch. Sagen wir so, ich habe Kochen studiert. Gott, was ging jetzt ab? Oh was Gott, ey, yo, Big Earl hat mir geschrieben. Oh, eben. Oh Gott. Yo, Big Girl, was zahlen, was zahlen? Wir sind, hier am mit. Tattoo-Studio. Wir sind am Tattoo-Studio gegenüber vom Second-Handler. Bei diesem Discount-Store. Am Lucky Plugger. Neben Dings. Unicorn. Neben Unicorn. Oder. Oh Gott. Oh shit. Kommst du her, Uwe? Sagst du? Wohin soll ich kommen, Mann? Na, komm zum Lackenplacker, ich hol dich da ab.
Ja, for sure. Was, wie lange brauchst du? Bin gleich da. Okay, bis gleich. Ja. Jo, hau rein. Ja. Ich hau dem, ich hol Onkel eben, okay? Bin nur auf der anderen Straßenseite. Nicht, dass er wieder boxt oder so, bis gleich. Was denn? Hab mir irgendwie aus Versehen mein Tattoo weglasern lassen. Ich zahle dir kein neues, Mann. Wir sind absolut broke. Ja, wie? Ja, wie. Boah, ich hab's so vermisst, mit dem Onkel zu zocken, ne? Wenn ihr, oh, guckt euch euren, guckt, oh Gott, guckt euch seinen Charakter gleich an. Das ist 1:1 so ein ehemaliger Boxtrainer-Onkel-Typ, Alter. Ich hab's so vermisst. Zoldi, wenn du hier spielen würdest mit der Oma, ne, glaub mir. Die nehmen selbst, und das hat mich sehr gewundert, gestern, selbst Milas verrücktes RP hier an. Wir standen gestern auf einer Straße mit 3 anderen und haben den Dämon aus hier rausgetanzt, Alter. Weil die so ein bisschen crazy in der Birne war. Ich frag mal nach wegen dem Skin. Ich weiß nicht, ob man hier Pets bespielen kann. Aber Oma Turtle wäre halt Killer hier. Und hier könntest du das auch echt durchziehen mit den Cookies und so ein Shit, ne? Die könntest du halt selber backen und so. Guckt euch den an, den Wichser, Alter. Ich hasse ihn, Junge. Yo, big girl, was happening, was happening? Yo, yeah, what up, my G? Was geht ab? How you doing, brother? Was ist mit deinem Arm? Das ist die ernste Lage, verstehst du, was ich meine, Mann? Geht's dir gut? Normal. Geht's dir? Jo, gut, gut. Zieh mal meinen Finger, du Wichser. Nein, ich will nicht an deinem Finger ziehen. Dann halt nicht, Mann. Aber es ist eine ernste Lage, ich sag dir, wie das. Blair hat schön drüben am Tattoo-Studio mit ihrer Freundin. Ach so, ja, ja. Okay. Ja, wollt ihr darüber? Ja, komm, scheiß drauf, warum nicht, Mann? Ja, weil du fährst. Ja. Hoppa. Hoppa. Ja. Yeah. Ja, Unicorn ist die Hölle los, Mann. Das Ding hat heute auf. Wer ist der? Pass auf, da kommt ein Whip von rechts, Mann. Kann man da die Fresse halten? Wir müssen nach links, Bro. Ach so, wo ist das denn? Ja, links, Mann. Links, links, links. Nein, nicht 5M, alt wie. Yo, Bro. Hey. Ja, bist du bescheuert, Alter? Yo, das ist... So, komm einfach, scheiß drauf, Mann. Wie jetzt? Ja, meinst du, ich lass mich von dir umbringen? Mann, stell dich zusammen, komm auf meine geilen Stange. Geradeaus und dann rechts. Rechts, Bro. Jo, jo, jo. Pass auf, da stehen Leute, Mann. Ich spring vorher ab, Alter. Ach so, ach so, shit, shit, shit. Oh, ey, warte mal, komm mal her, komm mal her. Was denn? Ja, das Bike ist geklaut, Mann, Alter. Ich hab... Ist das das von heute Mittag? Nee. Ja, dann stell's einfach hin, klaut schon keiner. Ja, stell halt einfach hin. Hast du gestern verstanden, was Ricky gesagt hat, wo ich mein Fahrrad hinbringen kann? Und scheiß mit Max? Nee, Mann. Nee. 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 Verstehst du? Nee. Okay. Alter, da sind ein paar Schicks, Alter, ich muss mal tun. Der ernste Lage, weißt du. Soll ich besser mit ausmachen? Yeah. Aber. Was auch immer das zu bedeuten hat. Stabile Jungs, verstehst du? Ja, aber was... Warum... Was, ich versteh's nicht. Ja, scheiße. Können wir uns jetzt da hinpflanzen, ein bisschen chillen? Wart, wo? Ja, da an der Bank. Ach so, ja. Kannst du dich normal benehmen, Alter, bitte? Meinst du da? Ja, ja. Der dreht schon wieder durch. Nee. Hab ich. Wie? Hat er Knall gemacht? Er ist auf mich gezielt. Hat er keinen Knall gemacht? Jo, das ist seine Selfie-Pause, die macht er immer. Ja, das ist für den Ernst der Lage, weißt du genau, was I'm talking about. Yo, Ricky Slick, muss sein, muss sein. Ey, Bruder, ich bin noch da. Lass mich 6 Mal an. Setz dich einfach mal. Ich hab dir geschrieben, aber du hast nichts geantwortet. Oh mein Gott, wie soll ich. Achso, ich bin gerade aus der Küche. Wo bist du? Achso, wir sind im Tattoo-Studio beim Unicorn. Mit wem? Big Blair Pizza. Und Dory und noch Pango. Okay, gib mir 5 Minuten, ich bin weg. Yes, sir, bis gleich. Bis gleich.
Ja, Rick ist da unterwegs. So. Wie geht's dir, Onkel? Der Crank. Was? Hä? Was? Ich hab Durchfall. Das war Leo, Mann. Das ist auch sein Main-Server hier. Ich bin heute bockig. Bro, ich kann ihn nicht verstehen. Ich kann ihn nicht helfen, Alter. Nee. Ja, aber ich kann dir bei deinem scheiß Problem nicht helfen, dann musst du zum Doc. Vielleicht kann der Flitzebogen mir so ein den habe ich gerade Splitter gesehen, glaube ich. Den Typen von gestern. Kann er mir so ein Zäpfchen mit seinem Flitzebogen vielleicht im Arsch pollern, Alter. Nee! Aber jucken die Beine. Was? Nein. Ach so. Deine? Nö. Ich hab ein bisschen Magenschmerzen. Oh, ich hab so vermisst, mit dem Johnny alles zu zocken, ne, Alter. Das war so überfällig, Junge. Das kannst du keiner sehen. Ist kein Mord, sag ich. Oh immer. Gott. Ey, ihr müsst Luis sehen. Der Luis rennt hier rum. Er spielt halt wieder diesen Pater Luis, aber auf Freelancer-Basis. Geht. Und quatscht die Leute an, was die von Keuschheit und so halten, ne? Das ist nicht cool. Nein. Ja, dann scheiß auf. Du kannst nicht einfach so auf Leute ziehen. Ja, aber der zielt ja nicht, das ist einfach sein Ding mit dem Arm. Ja, aber mit dem denken, dass du zielst und zack, du bist tot, weil er denkt, dass du bist tot. Zack, du bist tot. Ja, aber das ist. Du willst so tot sein, ich glaube nicht. Das ist doch keine Strap, das sind nur zwei Finger. Oh, keiner will hier tot sein, keiner will hier tot sein. Ja, tatsächlich, wenn ich ziehe, dann sterben auch Menschen, also. Ja, aber du hast keine Strap, Bro. Warte nicht, es kann nur werden. Das stimmt. Ja, zur Not schieße ich die einfach mit meinem Popel ab, Alter. Der hat so eine große Nase, weil der mal Boxtrainer war. Weißt du, bei Sportlern ist das so. Ja. Die haben größere Nasenlöcher. Weil die mehr Sauerstoff brauchen für den Körper. Aber die geht doch echt weit nach unten. Ja, der hat doch gestern versucht, ein Nasenpiercing zu tragen, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist total untergegangen, Alter. Ja, ey, das ging nicht unter der Papa. Das ist halt einfach untergegangen. Ich bräuchte so einen Tunnel um. Also, das ist keine Ahnung. Septum, Bro. Topsnack, vielen lieben Dank für Luis am 23. Kuss. Und Tusam C. Max, danke schön für Luis am 15. Ja, ist ja gut, wenn du da drauf haust. Und Bacino, Bacchino, danke schön für den Primes am 16. wieder da, WB. Ich spür meinen Bauch wieder. Ja, so hab ich doch gesagt. Da hast du ganz schön Glück. Was hat der Shit gekostet? $3000. Wie viel? $3000. Oh, komm schon, ja, ich würde ihn verarschen. Prank mich doch nicht, Mann. Wie viel Kohle hast du nur, Leo? Wie viel willst du, dass ich habe? Über 3000 noch. Ja, da muss ich dich wohl enttäuschen. Warte mal, die Miete bei uns kostet nur $30, nicht 40. Doch, wundervoll. Ich hab noch 2371 Dollar. Jo, was hast du nur alles gekauft? Oh shit, ich bin noch lange nicht fertig. Oh Gott. Okay, wir sind absolut broke. Ich brauch mein Tattoo wieder. Warte mal, erst lässt du es dir weglasern und dann willst du es wieder neu stechen lassen? Ja, das ist wirklich seltsam. Ich hab mein Tattoo bereut, aber dann hab ich's bereut, es wegmachen zu lassen, okay? Aber was ist, wenn du es dann wieder bereust? Das wird echt ein teurer, schmerzhafter Spaß. Kann gut sein, aber wen juckt's? Ich muss das nicht zahlen, sondern Curtis. Ich zahle überhaupt nicht deine scheiß Tattoos. Ja, wie? Können wir erstmal ein bisschen Faktzeug für Scheißküche kaufen? Gesundheit. Oder anscheinend gibt es wohl die Kochsachen doch am Nachtschalter. Wo denn? Bei Gabrielas. Wo ist der Laden? Genau. Da vorne. Ja, aber da waren wir heute Mittag. Da war gar kein Nachtschalter. Na, der ganz vorne am Tresen. Jo, da war ich. Da war niemand. Hast du boah, bis ganz unten geguckt? Muss man für ein Tattoo hier einen Termin machen? Nein. Kannst du mir einen stechen? Ja, okay. Wenn du das Geld dafür hast. Wie teuer? Kommt auf das Tattoo an. Ein kleines in der Fresse. Jo, du willst ihm Festheit machen? Wie? Kommt drauf an, welches. Manche darf ich dir nicht stechen. Ich bin jetzt überzeugt davon, verdammt. Okay, das ist weißt du schon, welches du willst? Nein, wir gucken. Hey. Ja, das will ich sehen. Oh Gott.
Ja, kannst du dem bitte nicht irgendeinen Shit ins Gesicht tätowieren? Digga. Ich bin das erste Mal in dem Laden. Dori? Was? Kannst du dem bitte nicht irgendwas tätowieren, wo der Stress kriegt auf Straße? Das darf ich ihm eh nicht tätowieren. Ja, ich sag's nur. Also. Nicht, dass der hier ankommt mit dreimal die 6 oder so verstehen. Ich habe eine ganz genaue Liste, was ich darf, was ich nicht darf und oh was mein ich Gott, das bedeuten. Ist es. Das ist es. Nein. Alles Gute. Du musst dir dann nur die Zahl merken, also mir die Zahl sagen. Bro, du bist so fucking ugly, aber du bist doch irgendwie so cool, Alter. Ja, wie? Ich bin ugly, verdammt, Alter. Warum mit Stress oder was? Nee, ich will keinen Stress. Okay, besser erstmal. Du weißt ganz genau, ich komme aus dem Boxstudio, Mann. Mhm. Krasser Typ. Ich hab's nicht vergessen. Ja, aber diesmal hat er sich echt zurückgehalten mit dem Troll-Character. Welche ist? Welche Nummer? Der Charakter sieht ja richtig cool aus eigentlich. Ich stell dir keine Trainer. Warum? Weil du nicht im Knast bist. Nein, hast du jemanden umgebracht? Was ist bei mir mit der 101? Muss ich dir das jetzt sagen, dass ich jemanden hier gar keinen Fall. Ja, ja, ich will nein. Ich werde dir bestimmt nicht sagen, ob ich wenig umgebracht habe oder wann. Auch ja, nicht. Das vielleicht. Hallo, Bamba. Ich muss mit meinem Chef klären. Ja, oder gut. Das? Ja, du hast du eine Sekte an? Erstmal mit dem Körper anfangen, bevor du mit dem Gesicht anfängst? Also, familiär gesehen, irgendwie schon. Ja, aber, oh Gott, mach was du willst. Das vielleicht. Wir sind noch Genix hier, Bruder. Ich sehe mich immer noch da. Auf gar keinen Fall. Dori, was sagst du? Ich würde sagen, du fängst erst mal mit dem Körper an, bevor du mit dem Gesicht oder anfängst. So. Ich guck da schon gar nicht mehr hin, Leer. Das ist mir zu abgefahren, deine komischen Vorlagen. Offi. Vielleicht sowas? Mhm. Hallo Schabbe, was geht? Scheiß verdammt, ich bin nicht mehr überzeugt. Scheiß drauf, Mann. Ja. Scheiß drauf. Ja, lass dir doch erstmal den Arm tätowieren. Ja, die Stimmungsschwankungen, der Junge. Ganz schön aggressiv. Die hat er immer. Das Problem ist, der ist 22 und der sieht aus wie 45. Ja, und der hört sich auch so an. Ja. Wieder Berti. Ich würde dir wirklich um Herr Bodo, danke fürs dabei sein. Kuss, kuss. Okay, warum schreist du denn jetzt so? Ja, Inke, warum bist du so aggressiv? Ja, ich war voll überzeugt jetzt nicht mehr, Mann. Ja, fang doch erst mal mit dem Arm an. Ich hab auch einen Arm. Was denn? An den anderen? Nee. Das dauert länger. Da hab ich keinen Bock drauf. Verstehst du? Mm-mm. Wie, nee. Ich will wenn dann was Großes auf dem Arm haben. Ich will Kleines. Ja, aber das dauert, ne, bis die das fertig gestochen haben. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, deswegen will ich nichts Großes. Ja, aber du kannst ja keine Tränen ins Gesicht tätowieren. Mann, du hast doch gar keine Ahnung, Mann. Ja, wie? Ich hab... Du hast keine Ahnung, verdammte Scheiße. Hast du mir mal was nicht erzählt aus deiner Vergangenheit? Du weißt nicht. Okay. Mann. Ja, oh, chill, Bro. Mann, ich bin doch von der Straße runter in den Boxverein, Mann. Komm, ich hab dich gesagt, Mann. Ja, oh, chill, Mann. Warum schreist du so? Ah! Okay. Der Ricky Girl. Stop reagieren, Alter. Yeah. Bist du nie, weißt du, vom Sitz aus hier. Ricky kommt gleich. Er soll mir nicht aufkommen. Yeah. Onkel, du bist der Beste, Alter. Nee! Nee! Alle Scheiße, vor der Kippe! Warum bist denn du so aggressiv, Mann? Mann, pass auf, freu dich nicht um mit mir! Das ist auch so eine Kleinigkeit, die so viel ausmacht. Du sitzt und rauchst einfach eine Kippe, ne, Alter. Beruhig dich mal! Nimmst du schon wieder einen Testo oder so? Erste Kur? Anabolika? Meinst du, wenn du fressst, ist sonst so dick geworden, oder? Keine Ahnung, Bro. Wie viel hat Corona? Der ist krank im Bett. Soll ich dir mal zeigen? Was denn?
Ja, was denn? Ja, beruhig dich, Mann. Ja, dann mach mich nicht erst heiß drauf und neugierig. Ja, beruhig dich hier und sag ihm. Guck mal, wie behaart ich bin, verdammt. Diese scheiß Testokur. Ich hab überall Haare. Komm mal, komm, ich steig gar nicht dran. Jemand muss mich rasieren. Oh, rein. Ich kann nicht so viel lachen, Alter. Mein Hals, Junge. Oh, ich darf nicht so viel lachen. Ich fange wieder an zu husten wie so ein Affe, Alter. Oh, der ist der Beste. Junge, jemand muss mich rasieren, sagt er. Ja, das ist der Onkel, ne? Ja, ich kann nicht so viel lachen, du Wichser. Halt die Luft an. Bloß nicht. Oh, ah. Gott. Scheiße, Mann, Alter. Und dann sagt die zu mir, hast schon mal jemanden umgebracht? Wer ist die? Dann steht sie auf dem Rücken, oder nicht? Ja, kannst du chillen, Mann? Du bist ja richtig am Schwitzen. Ich dreh gerade durch. Ich ja, beruhig dich mal. Ja. Oh Gott. Phasenweise, weißt du, ich komm dir runter und nimm dir hoch, Mann. Darf ich drüber nachdenken? Was soll ich dir halt noch nicht sagen? Ups and downs, Mann. Du musst echt aufhören mit dem Zeug, Onkel. Du bist ein ganz anderer geworden. Mann, ich muss dir nirgendwo eine Straße oder zeigen, wo es lang geht, weißt du? Ich glaube, die lassen sich nicht zeigen. Kurze Seite, Gott. Ding Yellow. Ich könnte den ganzen Tag mit dir sitzen hier. Wisst ihr, was auch ein... Wisst ihr, was auch ein geiles Feature ist? Das kennt man von 5M-Servern. Wenn hier in South Alaska jetzt irgendwo einer schießt, kriegen die Cops sofort eine Meldung mit einer Markierung, wo geschossen wurde. Die sind bei Stress quasi instant da. Aus dem Grund sind die Jungs hier so drauf, die laufen irgendwo rein, die schießen ganz kurz, weil Kugeln auch super wertvoll sind, und verpissen sich instant wieder. Da ist nicht so, jeder muss liegen. Und ne, bis zum letzten Mann wird einer umgeknallt oder so. Die machen ganz schnell und sind weg. Das ist auch richtig cool. Die Immersion ist sehr heftig hier. Scheiße, Onkel, Mann. Warum? Weiß nicht. Machst du ein bisschen Angst. Hallo. Hallo. Du bist einfach verrückt, deine Birne. Hör auf. Ja, geh lieber rein. Bevor ich durchdrehe. Ja, was ist denn hier los? Ja, Alter? Irgendwas ist hier bald abgegangen. Kurz jemand anrufen. Oh shit. Nein. Was denn? Ich muss doch kurz losfahren, Alter. Willst du hier mit? Wohin? Oh, ich glaube, ich weiß nicht, Alter. Ricky hat auf einmal Handy aus. Du weißt, der ist nach Rancho gefahren, ne? Ja, die sind in der Richtung, oder? Nee. Die verfolgen doch einen. Die fahren alle nach Richtung Rancho. Mal. Oh. Ja. Scheiß drauf, let's go. Verpiss dich! Also 250, 300 sind Prime. Jo, das ist nicht Rancho hier, Bro. Ja, da vorne links. Jo, das ist Hinder Grove. Ja, da vorne links. Jo, fahr ja weg, Mann. Ich will mir keine Kugel fangen. Guck dir mal an, was hier abgeht. Ich tritt da schon im Pedal. Das ist ein verdammter Helikopter am Himmel. Jo, fahr mal zu Corner da. Irgendwie fahr zurück.
Oh fuck, aber halt an der Corner. Link ist auch kacke. Oh, was geht da mit dem Block? Scheiße, Alter. Ziemlich hell da, ne? Oh, lass mich runter. Guck mal die Scheiße über das Handy an. Da geht heftiger Shit ab. Ich glaube, die stürmen die Scheiße. Ganz schön viele Cops. Ja. Was ist denn scheiße Helikopter denn? Ja, ich bin's. Bist du doof? Wo bist du? Ja, ja, was geht ab? Was geht ab? Ich hab noch keinen Kontakt zu den Cops. Ich komm zu. Hey, ey. Ich glaube, die sind streng und. Pass auf, hier gegenüber vom Ding ist komplett alles voll mit Cops. Ich komm, ich bin gerade am Friseur, aber ich komme jetzt zum Unicorn. Ja. Dann fahr mal links gleich. Gott, was geht hier ab, Mann? Ja, fucking Alter, du bist auch schon da. Ja, wo bist du? Ja, ich bin ja, da. Ja, so 200, 250, 300 Spieler sind hier. Ja. Zu Primetime, ne? Nee. Da ist doch Ricky. Ich bin mit dem telefonieren. Ja, was geht ab? Hallo? Okay. Ja, Ricky, die Stadt brennt. Ich weiß doch, Mann. Ich weiß nicht, was los ist. Oh, was ist denn da abgegangen? Helikopter, alles da. Ja. Oh Gott. RTB. Ich hab keine Ahnung. Lass mal schnell Unicorn abchecken. Was ist das Eintritt? Na, der Laden gehört meinen Schwerer. Okay. Aber du musst. Ach, Zoldi, du musst hier kein Englisch sprechen. Was geht ab, was soll ich verpasst? Nix, bin auch gerade erst das Crib raus. Okay, Mann. Straight. Halbe Nacht, Eule. Gurr, gurr. Oder so. Gurr. Die machen Eulen, Mann. Ja, gurr. Ja, ne? Dann könnte ich schon mit aggressiv. Echt? Was hat der? Weiß nicht. Testo-Kur oder so. Was hast du? Aber hol dich, entspann dich schon mal. Wir gehen jetzt ein paar. Da ist eine mit, die hat drei Titten, Mann. Ja, hi. Kostet $25. Was hey, was geht ab? Ja, was geht ab? Gehören die zu dir? Ja, die gehören zu mir. Die müssen trotzdem zahlen. Nein, Spaß. Ja. Ihr könnt rein. Ey, du machst einen klasse Job, wirklich. Hallo, was geht ab? Was geht? Was hat die mit den drei Tetten? Ich lass einfach mal VOD an, Alter. Scheiß drauf. Was? Ja, die Mucke ist voll laut, Bro. Ja, ich weiß doch. Scheiß drauf, ich steh voll am Puff hier. Lass mal raus. Was heißt das? Ich finde das nicht so, albern, ich finde das cool. Wo gehen wir hin? Ich habe noch so vieles zu erledigen. Wir müssen zum MD auch noch. Mit wem seid ihr denn noch? Seid ihr nur allein ihr beiden? Nö, Lea, und die ist bei Dori im Tattoo-Studio drin. Ich glaube, die lässt tätowieren. Wegen Ricky, wegen gestern, ne? Ja, was denn? Wenn wir pushen sollen, sag Bescheid. Verschau dir, wenn ihr das drauf habt. Ja, Giffy meinte schon, jawohl, du musst Handy, zweites Handy besorgen, bla bla. Ich connecte euch, gar kein Problem. Man nennt mich auch Ricky, den Vermittler. Also, Onkel hat auf jeden Fall Bock. Traut ihr euch das zu? Ja, warum nicht? Ein bisschen, okay. Was sind die denn? Sind die hinten drinne? Ja, denke ich gerne um die Kopf. Ja, pass auf. Oh, jetzt läuft der weg. Ja. Die Drecksau. Wer? Der geile Rick. Achso, Ricky. Ja, hast du gehört, was der Onkel gesagt hat? Was denn? Jetzt läuft er weg, die geile Drecksau. Alter, man muss aufpassen, das ist so eine wilde Latina, glaube ich. Ja, ich meinte dich. Der meinte dich, weil du einfach abgehauen bist. Achso, Ja, Leia wird gerade tätowiert. Und mein scheiß Bike ist kaputt, ich habe keine Ahnung, wohin damit.
Wo liegt das? Bei uns, bei dem Barber. Vor diesem stillgelegten Foodrestaurant. Wie soll ich denn das da zu einer Werkstatt bringen? Hinschieben. Ja, wie Dran. Hinschieben? Oder du rufst an und willst abholen. Ja. Ist recht platt am Arsch. Ja, dann kostet das $500 am Ende. Seitdem Binko? Okay, straight, wir stehen hier vom Tattoo-Laden. Aber Laden steht noch. Great. Muss ich. Okay, perfekt. Wir können das ja so machen, du zeigst dem Mönkel, dass die ganzen scheiß Feinarbeiten-Dinger. Ja, ja. Arbeitest dem ein bisschen ein und der teacht mich. Mhm. Der zeigt mir den ganzen Shit. Ansonsten gehe ich erstmal mit dem Onkel und dann machen wir den Scheiß zu zweit. Ja, nicht der Nasenpiercing von Curtis, das steht dem. Ja, wo das ist das Gesicht dafür. Der Onkel nicht. Da muss er schon einen Ehering irgendwie an meine Nase machen. Nein. Du bist so ein strammer Mann. Also mit. Also ich würde mich nicht mit dir annehmen, bin ich ehrlich. Immer so eine Frage, ne? Ja. Also jetzt kannst nur Homo oder so, ne? Ey. Yo, Luis, was geht ab, Mann? Brauch dich mal ein Testo, ich bin überall behaart. Kannst du mich rasieren? Ich wollte gerade shoppen gehen. Hab gesehen, ihr seid nicht zu Hause, ey. Ja, wir sind direkt gegenüber von dem Klamottenshop. Von dem Discount-Store. Hast du ein Tattoo-Studio? Okay, geh dann erstmal shoppen. Komm dann gleich rüber, ja? Yo, pass auf dich auf, ne? Überall Cops und so. Ja, hab schon gesehen, ey. Ich bin hier durch die Straße gelaufen, hier sind überall Sirenen. Hier ist sogar ein Helikopter oben. Ja, den sehe ich auch. Ja, wir sind straight gegenüber. Ja, okay. Beim Lucky Plugger, das so, ne? Ja. Keine Ahnung. Wo wir Chicken gekauft haben. Bist du bereit dafür? Achso, ja, genau. Ja, dann bis gleich. Bis gleich. Du sollst nicht fragen, verdammt. Ach, du bist du nicht bereit dafür? Yo, Wiki. Ach, fick dich. Yo, Bro. Ja, was denn? Besorg mal so einen Stift und Zettel. Ja? Wir machen mal so ein Ding fertig. Ja? Und dann ist meine scheiß Aufgabe heute. Ich fahre mit Luis ins MD. Ja. Wegen seinem Rezept. Oh je, yeah. Ihr macht so ein Jammer. Yeah. Da müsst ihr euch aber schlau machen, wie der Name ist von dem Zeug. Wie? Hustensirup, irgendwas. Was denn, du meinst Codein? Ja. Du meinst dieser fachmännische Name? Ja, sowas müsst ihr. Ihr müsst halt so ein Rezept fertig machen. Kriegst du das hin? Oder nicht? Ja, klar. Aber denkst du, wir sind dumm? Nö. Triffst du dich jetzt mit dem? Der ist drüben am Discounter. Der kommt gleich rüber. Okay. Habt ihr Handys? Ja, klar haben wir Handys. Habt ihr schon welche geholt? Also zwei Handys? Ja. Nee, ich nicht. Ja, dann besorg ich die euch. Dann, Ja, dann mach das erstmal fett für den Onkel. Ja. Und der zeigt mir dann den ganzen Shit. Guck mal, ganz einfach. Die gehen jetzt gleich in zu den Medics und wir beide machen unser Ding. Und ich gehe gleich mit Leia, wenn die Bock hat, und Luis zum MD. Ja. Aber wir brauchen einen Stift, ne? Ich habe keinen Stift, kein Zettel, nix. Und dann gucke ich mir mal ein bisschen straight im Handy an, wie die Scheiße aussieht. Ja. Und dann gehen wir zu MD und dann schicke ich Luis rein. Das wird 100% klappen. Luis ist der Perfekte. Ja, Luis ist der Perfekte dafür. Na, dann hat er halt ein Rezept für zwei Fläschchen. Richtig stark Husten, also der muss schon reinkommen. Ja, ich sag dem das, der kann das. Ja, Mann. Der soll sich am besten meinen Pulli noch anziehen. So machen wir das. Ich schick den rein, der soll sagen, der soll ein bisschen husten und so. Und dann sagen, der Doc, keine Ahnung mehr welcher, steht auf dem Dings drauf, auf dem Rezept. Der soll seine Medikamente abholen, der hat es nicht eher geschafft. Deshalb kommt der jetzt. Der hat den ganzen Tag gepennt und so. Zwei Fläschchen. Ja, Mann. Kriegen wir hin. Alles klar. Du kannst in der Zeit dem Onkel den Rest zeigen. Okay, wir haben halt nur kein. Boah, scheiße, das MD ist. Ach, ist halt direkt hier, ne? MD ist direkt hier vorne. Wir brauchen nur Zeit und Stift. Das besorgen wir dir. Leih mir mal kurz ein Fahrrad. Onkel, ne, warte mal, wir haben eins geklaut. Gib mir das mal. An dem Schwarzen ist kein Schloss dran. Ja. Ich besorge das schon. Eine Minute. Bleib mal hier, Onkel. Ja, ich geh mit mir. Okay. Ja, da. Sorry. Gambling. Habt ihr jetzt schon mal gehört, jemand rempelt euch im RP an und die sagt sorry? Noch nie hab ich das jetzt. Noch nie in meinem Leben. Was wir jetzt gerade besprochen haben, hier gibt's Codein auf dem Server und so ein Shit. Du musst dir aber im RP was einfallen lassen, damit du überhaupt an sowas rankommst, ne? Andere Drogen werden natürlich Ticker vertickt und so.
Aber ich glaube, Codein ist so das Seltenste. Kriegst du, glaube ich, $200 auf Straße für. Und da wir ja Luis dabei haben, der so ein kleiner Süßer ist und so, versuchen wir das über das MD mit gefälschten Rezepten so auf RP-Basis. Und das hatten wir gestern schon besprochen. Und Prophet, Dankeschön für den Wies am 25. Und Rising, Dankeschön für den Wies am 4. Und Kerbix, Dankeschön für den Prime 21. Ja, hier geht eine Menge ab auf dem Server. Ich sag euch, wie das. Und der Leo, also der Ricky, der zeigt dem Önke gleich, wir pushen halt für den. Hier gibt es so ein System, wenn man Drogen hat, besorgt man sich ein zweites Handy. Das Handy lässt man von einem NPC quasi umändern, damit das so ein Ticker-Handy wird. Und dann kannst du die Drogen an Spieler verkaufen. Das Drogengame wird ja auch sehr bespielt. Also die ganzen Gang, also eigentlich alle, kaufen Drogen. Einfach so für den Vibe. Wenn du aber keine Drogen an Spieler verkauft kriegst, kriegst du so alle 10, 15 Minuten, 20 Minuten so eine SMS von einem NPC. Die NPCs stehen meistens in Hotspots und auch in Gangturfs, wie in Rancho und so, Grove Projects. Und dann kannst du beim NPC Drogen verkaufen. Du bist aber immer an einem Hotspot, ne? Das heißt, du kannst gesehen werden, du kannst abgezogen werden und so. Ist halt so High-Risk, High-Reward-System. Richtig sexy, Alter. Und da sind wir gerade nur bei der Spitze des Eisberges. Du kannst hier keinen Mais farmen, Joshua, geht nicht. Du besorgst dir einen RP-Job, du gehst im Tattoo-Studio arbeiten oder so. Ich glaube, es gibt eine Mine und eine Fleischerei, wo du so Freelancer-Basis ein bisschen arbeiten kannst. Ansonsten kriegst du halt, ne, Sozialhilfe. Du musst doch fragen, dass ich wieder mit, wenn wir hier nicht hier sind, die abhaut. Ja. Wir müssen kurz Auto holen, weil das Lil ist ja, wo wir das holen. Okay. Dauert nicht lang. Der letzte Mal zugekackt hat, hat der Lenschi so gegürtelt. Boah, das ist also ganz lange Zeit her. Bei Sorax, hallo. RP-Job bei Maisfabrik gibt, glaube ich, nicht. Es kann sein, dass es eine gibt. Ich weiß es nicht, Alter. Wie gesagt, ich bin auch seit gestern hier. Ich habe das auch noch nicht durchblickt. Du gehst hier auch ganz normal in einem Store rein. Also in einem Einkaufsladen. Und kaufst dir da Tomaten und so ein Shit. Und dann kannst du zu Hause selber kochen. Und das Essen ist dann je nach Skill, glaube ich, sogar besser als das, was du irgendwie an der Tanke kaufen kannst. Nee, Storyline ist schon was älter. Storyline hat halt, wie habe ich vorhin schon gesagt, nur nicht so wirklich viele auf dem Schirm gehabt. Was heißt nicht viele, ne? Das wäre echt Dings. 250, 300 Spieler sind hier drauf, aber die breite Masse hat den Server halt nicht auf dem Schirm gehabt. Weil die halt nicht so viel Werbung haben auf dem Server. Weißt du, so in Art von irgendwelchen großen Streamern oder sonst jemand. Echt? Ja, Soldi, du kannst hier... Guck, pass auf, ich zeig dir. Hier findest du alle Rezepte. Du kannst hier backen. Cupcakes. Dann siehst du, was du brauchst, ne? Du brauchst natürlich eine Küche, also ein Zuhause. Dann musst du eine Backform kaufen. Die kaufst du aber dann, glaube ich, auch nur einmal. Dann kaufst du zwei Bananen. Du kannst hier halt, wenn du da drauf hast, backen, kochen, alles, Alter. Und dann kannst du mit deinen Cookies als Oma rumrennen und entweder die Cookies verschenken oder verkaufen. Wir haben letzte Season auch mal ein paar Tage gespielt und da wir das mit dem Kochen überhaupt gar nicht geblickt haben. Ach, $500. Auf unserer Straße hat aber eine Frau, ein Mädchen gewohnt quasi, die hat für uns mitgekocht. $500. Ja. $500. Ja, wir sind so 500. Am Arsch. Oh ja, wir sind absolut am Arsch. $500, hey, $500. Okay, Caleb. Besser als 1100. Ich meine, das Tattoo sieht gut aus, aber $500 leer. Ja, zum Glück nicht 1100, oder? Ja. Oh, ich geh mal rein, ha? Oh nein, warte. $500 nur. Super. Ja, guck mal, da ist Louis, ist auch unterwegs. Ja, wie? Wir haben gleich einen Job, ne, Lea? Hey, Grüße. Ja, was geht ab, ja, Louis? Ich hab hier vorne jemanden angekotzt. Und was sagt der? Ich hab nirgendwo unterschrieben. Ich glaub, der wollte mich erschießen. Warum? Ja, keine Ahnung. Ich hab den gefragt, wie der zu Gott steht. Und der hat gesagt, Alhamdulillah, hau ab. So ein Arschloch. Ja, aber das ist ja nichts Schlimmes. Ja, aber keine Ahnung. Ich so abhauen. Irgendwie schon, hau ab zu sagen, ist so, wie verpiss dich, Mann. Vielleicht hatte der Zeitdruck wie der Russe gestern.
Hm, möglich, ja. Was machen hey, wir los, hier? Was hältst du von meinem Tattoo? Nur $500. $500. Ja, bestimmt nicht was? Über $1000, bestimmt nicht. Jo, du hast $1000 dafür ausgegeben? Nein, 1000. Jo, Leia, lüg nicht, Mann. 500. Jo, ich setze dein Auto auf die Straße, wenn du die Miete nicht mitzahlen kannst. Voll gelohnt, ey. Ja, wie? Ich kann voll noch zahlen. Die nächsten 3 Tage kann ich auf jeden Fall zahlen. Die nächsten 3 Tage? Ja, vielleicht auch 2, keine Ahnung. Jo, ich weiß, wie, pass auf. Ich wüsste vielleicht, wie wir an Kohle rankommen. Ja? Luis, traust du dir so einen Shit zu, so eine Operation durchzuführen? Ach, na klar, was soll schon schief gehen, ey? Pass auf, wir nehmen gleich einen Stift und einen Zettel. Ja? Dann gucken wir uns auf dem Handy im Internet so ein scheiß Rezept an. Na? Oh Gott, ja. Kein Rezept. Und dann, wir gehen ins MD, Luis. Ja. Vielleicht begleitet Lea dich. Oh ja. Gott, keine Weil ich glaube, mir geben die sowieso nichts, so wie ich aussehe. Also was begleitet Lea mich denn dann? Naja, einfach so, keine Ahnung, als deine Begleitung halt. Okay. Und dann ja. musst du ein bisschen husten. Ja. So. Genau so. Und dann sagst du, du bist wegen deinem Rezept hier. Ja, das kriege ich hin, ja. Jo, 2 kleine Flaschen Kodein. Ja, oder 3. Dein Hustensaft. Jo, komm, naja, lass bei 2 anfangen. Okay. Dann sagst du so Sachen wie, jo, ich hab's nicht geschafft und so, bin gerade wach geworden. Ja. Lag ganzen Tag im Bett, ich bin absolut tot. Oh mein Gott, mein Herz tut so weh. Und entweder durchblicken die das oder nicht? Nee, das blicken die nicht. Niemals. Ja, wenn, dann rennst du weg, okay? Ja. Dann musst du wegrennen. Ja, klar. Da die Beine in die Hand so. Ach, was soll schon passieren, ey? Und wenn nicht, dann zahlst du das Rezept und nimmst die Dinger in die Hand. Damit können wir ein bisschen Cash machen. Ja, geht schon. Okay, ja, das ist Wixer. Was? Wer? Mein Fahrrad, ich hab's Wixer genannt. Warum? Weil es mich heute abgeschmissen hat, nachdem ich mich draufgesetzt hab. Das ist doch nicht schlimm. Ja, doch, irgendwie ist das voll asozial. Grüße. Hallo. $500. 1000, du scheiß Lügnerin. 500? Wer hat denn was von 1000 gesagt? Was hast denn du für eine Freundin, die dir $1000 abnimmt für ein scheiß Tattoo? Das wäre nochmal noch teurer geworden, also halt mal bitte die Fresse. Ja, wie halt die Fresse? Also Moment mal, hast du jetzt 500 oder 1000 bezahlt? Ja, 1000 bezahlt, 100%. $500 habe ich gezahlt. Ja, okay. 1000 hast du bezahlt. Preise, also, Entschuldigung. Wer ja, kann niemand was? 500 ist 500, Mann. 500 ist halt 500, wie eine 500 halt eine 500 ist. Ah, genau. In einer Stellpause. Mal gucken. Man, es hätte auch 3000 kosten können. Aber du hättest auch 3000 ausgegeben? Ja, klar. Oh Gott. Was denkst du? Hallo, ich bin übrigens Louis. Ich meine, Louis, hätte ich die gehabt, dann hätte ich es ausgegeben, aber hey, die Dori, hätte ich halt nicht. Das ist Pater Louis. Ich will zum Keusch sein. Oh, oh nein. Oh ja, das ist der Pater, von dem ich das... Ja, finde ich klasse. Ja, ja. Ja. Super, super, ja, das ist gut. Weißt du, Louis ist von der Kirche, der wurde jetzt zwangsversetzt. Ja. Ja, Kirche, das ist mein Ding. Er kommt von der Church. Welche? Take me to church. Wir haben alles besorgt. Okay. Oh, hi. Hey, was klappt, Mann? Hallo. Hey, was klappt? Ja, wir ziehen das gleich, durch, ne? Ja, was ab, Pater? Na, du weißt doch, was ich meine. Ja, das braucht ihr. Ja. Und ich habe hier noch so einen Stempelmann, das von, da steht drauf, Stanislaw Witschkowski, das ist von so einem Arztmann. Mach dir drauf, damit das noch echt darüber kommt. Okay. Okay. Schreib dir halt so drauf, so wie halt so ein Rezept geschrieben wird, müsst ihr gucken. Ja, ja. Yee-yee. Louis hat schon gesagt, jetzt zieht das durch. Reizfuß, ja, oder so. Muss man da was bezahlen? Das ist echt eine gute Frage, weiß ich nicht. Ja, bestimmt, ne? So 20 Dollar oder so. Ja. Schreibt ihr auch drauf, oder? Keine Ahnung. Ich hab noch, warte, lass mich ziehen. Ja, ich hab nur $53 bei. Ja, Pater, zeig mal, wie passt. Du kannst. Ja. Ey, was ist los? Ja, das muss schon ein bisschen überzeugender klingen, Luis. Oh ja. So? Ja, 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 sehr gut. Ich guck kurz im Internet, wie die Scheiße heißt. Gut, ja. Ja, oh fuck, wie sieht denn so ein scheiß Rezept aus?
Ich habe vielleicht noch eine Idee für die Zukunft. Was denn? Sex haben? Naja, also ich als Mann Gottes und so, ich kann ja so ein bisschen, weißt du, den Medizinern unter die Arme greifen, so ein bisschen mit. Die gibt mir einfach so ein bisschen. Ich bin jetzt Husten, gestern, Meister. Ich verteile das so auf der Straße. Weißt du? Vielleicht machen die das ja. Denkst du? Gut. Was nochmal? Also, ich bin ja so ein Mann Gottes. Und ich helfe den Armen, der Armenbevölkerung, die sich sowas nicht leisten können. Ja. Ja, und vielleicht fällt da mal ein bisschen was ab für die. Natürlich. So in Zukunft. Oh shit, wenn du denen sagst, dass du das auf der Straße verteilst, dann geben die dir gar nichts. Wie cool ist das? Jo, das darfst du auf keinen Fall sagen, Mann. Okay. Ja, das war dumm, ja. Scheiße, wie viel Milligramm nehmen wir? Hey, sag mal, Elke. Ja? Ist dein Gesicht seit gestern noch größer geworden? Du blöder Wichser, pass bloß auf, Mann. Hör auf, Mann! Hör mir mal zu jetzt. Wer hat dir Geld geklaut, Louis? Was? Hat dir Geld geklaut? Du musst auf deine Taschen aufpassen, Mann. Wie viel Geld hast du mir geklaut, Mann? $5 oder so, warte. Scheiße. Kurz gucken. Warte, gib mir einen kurzen Augenblick, Mann. Ja? Ja. Aber halt das Geld. Ach, scheiße, ich schreibe am Verdienst darauf. Colin, heiliger Hustenhaft. Die sollen dir einen guten empfehlen. Ja, aber das muss schon echt aussehen, oder? Jo, ich mach das. Gar kein Ding. Hoffe ich. Ey, wenn das schief geht. Ach, so ein Quatsch. Gott. Gib mal einen Stift. Aber du musst mir noch sagen, von wem habe ich das Rezept dann? Nein, ich schreibe da einfach. Oh Gott. Oh Gott, hey, warum? Das war jetzt auch ganz schön viel. Ja, für die Kirche. Oh, danke. Das hatte ich gehört, das heißt Miete. Wie heißt denn das Scheiß MD hier? Keine Ahnung. Leranta, danke schön für den Prime im 21. Body. Fuck Dingens. Wen? Ja, Ricky. Achso, der steht da, ja. Aber der telefoniert gerade. Grüße. Absolut unverschämt leer. Ja, was denn? $1,000. Beim Vater. Wie kommst du einfach mal mit Angst aus? $100 von Enkel bekommen. Oh Mann. Nein, Alter. Ich liebe meine Frau. Ja, ist alles gut, wir brauchen eine Info von dir. Was für eine Info? Ja, wie heißt denn das scheiß Krankenhaus hier? Das ist echt eine gute Frage. Pillbox. Naja, Pillbox ist oben. Eigentlich. Mount Sona. Nein, Mann, das ist selbes Krankenhaus. Oh, nee, das ist ein Downtown.
Aber frag einfach nochmal hier, die, wie heißt die Freundin hier von Leia? Hab ich das jetzt alle MDs durch in der Stadt? Ich weiß nicht, wie der Scheiß da ist. Man steht das nicht auf Beta oder so. Ich würde jetzt behaupten, Medical Department. Das ist das Los Santos Medical Department, ja. Ja, wer hätte das ahnen können, ey? Warum wollt ihr das wissen? Scheiße, Louis, wie heißt du mit Nachnamen? Wie wird das buchstabieren mal? Na, wie die Lapalie mit Doppel-P? Lapa? Lapa mit Doppel-P? Ja. L-I-A. Lass es mal im Stamm machen gehen. Ja. Wann hast du Geburtstag? Am 16.07.1997. Bist du alt, Alter. Scheiße. Adresse? Wie heißt die Straße am Barber? Ja, das ist eine coole Frage. Ja, guck auf dein Handymap-Ding. Ja, das ist eine gute Frage. Ich hab doch keine Ahnung, Mann. Kerstin, ja, aber Lea, guck du mal bitte. Kerstin Avenue? Kerstin Avenue, ne? Lea, ja. Guck du mal bitte aufs Handy. Was soll ich gucken? Wie die Straße heißt. Anschrift. Da, wo wir wohnen. Ich glaube, das war die Kerstin Avenue. Das war Kerstin Avenue, glaube ich. Ja, Kerstin Avenue. Ja, guck bitte. Ja, das ist die. Da steht aber welche Zahl? Yeah, warte mal. Soll ich hinfahren und gucken? Scheiß drauf. Also auf meinem Schlüssel, da steht sowas am Schlüsselbund. Den oh ja, Carsten Avenue 1650. Ja, soll ich vielleicht für die Zukunft sagen, dass es chronisch ist bei mir? Jo. Mann. Wir machen ohne Doktor-Unterschrift. Das wird schon funktionieren. Bist du dir da ganz sicher? Ich denke schon. Was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Ja, nix. Okay, wenn du das sagst. Ich gehe noch ein bisschen rein daddeln, okay? Ja. Was gehst du? Bisschen rein daddeln. Ja, wie rein? Wo? Ey, Herrn Budemann. Was, zu Hause? Ja. Ich dachte, du kommst mit. Ja, das dauert echt lange und... Was dauert lange? Ja, das hier, wir kommen einfach nicht voran, so ja, ich bin fertig. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir zum MD. Ja, okay, dann auf geht's. Warte, wo ist das MD? Wo geht's lass lang? Sie einfach die Straße runter, warte. Louis? Ja? Pia. Danke. Hast du Geld dabei? Ich glaub schon, ja. Ja. Wie viel?
$136. Okay, dann let's go. Aber die meinten so, ja, juckt nicht und so. Und ich hab gesagt, ja, nee. Mal gucken, ob das funktioniert mit der P, Alter. Was bist denn du schon wieder so unentspannt, Lea? Wie meinst du? Ja, ich geh nach Hause. Ich bin voll entspannt, ich wollte nur nach Hause, bin schon lange unterwegs, okay? Wir checken ab, ob das funktioniert. Du bist gerade erst rausgekommen. Ja, chill doch mal. Ja, wie? Du bist unentspannt. Ja, geht's um was, okay? Ja, Scheiße. Aber nichts für mich. Louis, gib mir nochmal das Rezept. Ja, okay. Ich muss da kurz was wegradieren. Oh Gott, ich hoffe, dass das funktioniert. Okay. Hier. Danke. Anurella, danke schön. Boah, Mila läuft immer so langsam, ne, Alter. Naja. Komm, ich nehme den Schokopark. Ja, okay. Aber nur, wenn du einen Downcatching willst. Komm, zeig, was du kannst. Mitten auf der Straße. Alter, okay, ich hab gewonnen. Fick dich, Mann. Ich wusste, ich hätte Stempel mach ich gleich. Also. Oh Gott, warum läufst du immer so langsam? Oh mein Gott, ich wollte doch nach Hause gehen und jetzt muss ich mir dein Geheul anhören. Ich heul doch nicht. Nerv nicht. Du musst Louis unterstützen jetzt, okay? Ja, ich bin vor die Unterstützung. Ja. Oh, Louis. Wenn der Scheiß funktioniert, machen wir den anderen Scheiß mit dem bei Xanax und so. Okay. Ja, klar. Ja, irgendwie müssen wir an Kohle kommen, wenn du Tattoos $1000. Ich sag doch nichts, Mann. Ja, das klang so ironisch. Ja, hey, Finn, okay, musst du dich nicht rechtfertigen. Ich rechtfertige mich nicht. Es war nur ein okay. Oh okay. Gott. Ja, was denn? Ja, Louis. Ja? Auf da Sachen zu unterschreiben. Was machst du da an dem Rezept? Das muss der Arzt unterschreiben. Ich guck doch nur. Ich guck nur. Pass auf, hier ist noch ein Stempel. Unten rechts steht Stempel. Da hau den Stempel drauf und puste ein bisschen drauf. Damit der trocknet. Wie soll ich denn das machen? Ja, stempel die scheiß Dings drauf und dann puste auf den Zettel, Bro. Die Scheiße einfach Stempel ist. Hau drauf, den Mann. Er ist nicht mehr ganz so krass, Reese. Puste einfach, wenn du gestempelt hast. Über diese komische Unterschrift. Und ja, nicht auf diesen Barcode. Doch, obwohl auch ein bisschen auf den Barcode, dann können die das nicht einscannen. Scheiße, ich bin aber voll dann klug. Geben die das vielleicht nicht raus. Ach doch, das machen die schon. Genau, stempel den kleinen Ficker. Ach, Stempel ist, wie du noch nie etwas gestempelt hast. Das geht nicht. Ja, wie? Doch, das geht. Du hast doch schon einen Stempel drauf, Bro. Als ob da keine Tinte drin ist. Ach Gott, Alter. Scheiße, mach du es doch. Gib dir die Scheiße. Nein, du. Bro, du hast doch schon gestempelt. Du musst doch nur noch pusten, damit es trocknet. All good, man. Hä? Alles okay. Okay. Ja. Let's go. Komm, oh Gott, bist du sicher, dass er gestempelt hat? Ja, hat er. Gestempelt. Doch, hast du. Ich hoffe, du hast gestempelt, Mann. Ich hab's genau gesehen mit meinen zwei Augen. Es ist besser so für dich, wenn du gestempelt hast, sonst bring ich dich um, Mann. Ich bring dich um. Ich bring dich nicht um. Guck, jetzt, ob ich gestempelt willst du mich prellen, Bro? Guck, wie er gestempelt hat. Warte mal. Ja, hast du. Ja, hast du. Siehst du ein bisschen pusten? Und schon läuft der Lachs. Ihr wollt mich doch verarschen, Alter. Ja. Das hier jetzt.
Ich hab gepupst, während ich gepustet habe. Oh mein Gott, Alter. Deiner hat's gemerkt. Louis, wir gehen jetzt rein und denk dran, du bist krank. Meine Hose ist offen, also werdet ihr es gleich riechen. Oh Gott, halt's Maul her, Alter. Denk dran, du bist krank. Am besten drückst du die Stimme ein bisschen. Ja. Ja, nein, nicht so. Drücken heißt tiefer. Tiefer, Louis, tiefer. Ja. Ja, genau das. Okay. So, mal so. Okay. Ja, so. Und, oh Gott. Gut gedrückt. Ja, das wird jetzt richtig gut. Oh Gott, das wird was. Mal gucken, ob die auf der DP eingehen. Ja, klar. Du schaffst das, Tiger. Du schaffst das, Louis, Mann. Gott ist mit dir, Bro. Wir müssen nach links. Gott. Ja, wie jetzt bald? Ja. Oh. Kann ich dafür in den Knast kommen? Ach, Quatsch. Als ob man für Dokumentenfälschung ins Gefängnis kommt. Ja, Bro, so ein Quatsch. Na, so ein Blödsinn, ey. Nein, kommst du nicht. Wenn die sagt, jo, das sieht nicht echt aus oder so. Sagst du, ja doch. Kann sein, dass du es mitgewaschen hast. Okay, ich komm gleich nach, okay? Warte auf Flair. Denk dran, Ludes, du bist krank. Ja, und wie heißt der Doktor? Doktor, ja, Doktor. Das weißt du nicht mehr. Wie? Das ist mein Hausarzt. Weißt du nicht, weißt du nicht mehr. Doktor, okay. Warte, was ist denn... Doktor. Sag, du weißt es nicht mehr, das steht doch da drauf. Milhouse. Nein, nicht Milhouse. Okay, Milhouse. Und was ist, wenn es den hier nicht gibt? Mein Gott, hier gibt's 100 Ärzte, hier wird doch jemand Milhouse heißen. Ach so, ja, dann sag, dein Hausarzt heißt Dr. Milhouse. Und der hat dich hergeschickt, mit dem Rezept. Und du wurdest... Professor Milhouse. Oh Gott. Kennt doch jeder. Jetzt husch, ich rein da. Ich glaub, der ist am Strand oder so. Okay. Oh Gott, geht jetzt rein. Wir schaffen das schon. Oh Gott, das wird so in die Hose gehen, Junge. Denk dran, du bist krank. Oh Gott. Ja. Jo, ich hab den Scheiß fertig gemacht. Die sind jetzt im MD drin. Echt? Ja, ich geh jetzt hinterher und beobachte ein bisschen. Ja, ja, okay. Jo, okay. Drück die Daumen, dass das funktioniert, Mann. Ja, ja, das wird gut gehen. Okay, bis gleich. Okay, bis gleich. Oh Gott. Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie die Medics hier draus sind, Alter. Ob die RP mitmachen oder ob die so ein bisschen so allmannhaft unterwegs sind. Die dürfen gerne rüberkommen. Geh mit. Hallo, guten Abend. Ja, aber Luis. Ich habe seit ein paar Tagen richtig dolle Husten und ich war bei meinem Hausarzt und er hat mir ein Rezept ausgestellt, was ich abgeben sollte bei ihm, weil der hat das leider nicht mehr vorrätig gehabt. Ja, doch, selbstverständlich. Da. Scheiße. Hör mir das aus der Hand zu schlagen, bitte. Ich bin so schon sehr schwach, ey. Ja. Oh, ich liebe Luis. Ja, danke. Da, bitteschön. Oh, bitte, lieber Gott. Wenn nicht, muss Luis wegrennen.
Oh oh. Oh oh. Wie cool ist Leo, danke schön für den Prime 10, Bruder. Endlich Internet. In D, wo warst du denn? Ja, na klar, na klar. Ja, selbstverständlich. Welche Einreise? Ganz normale hatte ich. Aber letzte Season schon. Einfach am Flughafen, nicht die illegale. Ja, okay. Mit seinem scheiß Ausweis, Alter. Ich weiß gar nicht, was du machen kannst, wenn du eine illegale Einreise machst. Ich glaube, dann hast du gar keine Papiere und so. Ergo, wenn du einmal erwischt wirst von den Cops oder so, landest du, glaube ich, irgendwie... Ist der Charakter sogar RIP? Dafür hast du andere Perks oder so? Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß er dann im Chat. Oh Gott, bitte lass das funktionieren. Nee, Reese, Quatsch. Du kannst doch deinen Charakter entwickeln. Das ist doch auf jedem Server so. Oh. Er nimmt den mit. Oh Gott. Das ist auf jedem Server so. Du kannst deinen Charakter dann Dings entwickeln und den in verschiedene Richtungen lenken. Sonst wäre das ja auch kein RP-Server, ne? Darum geht's ja. Oh Leo, das kann ich dir nicht sagen. Ich habe noch nie am Handy gesubbt. Nee, Führerschein kannst du machen. Also musst du machen. Oder den gibt's bei der Einreise? Ich weiß das nicht mehr, das ist schon länger her. Ich habe meinen auf jeden Fall wiederbekommen. Oder... Scheiße, Mann. Meinst du, das funktioniert? Keine Ahnung. Kann ich mal beißen? Zu spät. Danke. Ja, wie? Also ich halte meine Pizza. Ich habe sogar einen Teller mitgenommen. Alles im Hoodie versteckt. Kannst du aber auch schön mit nach Hause nehmen. Ja, den nehme ich auf jeden Fall wieder. Ja, das ist ein guter Teller, Porzellan. Ja, der ist von deiner Oma. Ich hab eine Oma. Mhm. Cool. Wie, du kennst deine eigene Oma nicht mehr? Nee, weißt doch die, nicht. Die im Dings ist, im Altersheim. Eben im Norden der Stadt. Die, die mal Cookies gebacken hat, Mann. Niemand aus meiner Familie war jemals im Altersheim oder generell in der Stadt. Nicht? Alter, ich bin in der Sekte groß geworden. Ach ja, weißt du bist so cool und so schön, dass du das immer vergessen hast, was für eine Familie du kommst. Stimmt. Ja, schon gut. Eine Familie war in der Sekte, ne? Nein, wirklich? Ja. Oh shit, woher weißt du das? Scheiße. Na, du hast es mir doch gerade noch mal erzählt. Das ist ein gut behütetes Geheimnis gewesen. Schei das bloß nicht so weit herum. Nein, Mann, das bleibt beim Geheimnis. Ja, ich weiß es jetzt voll Dings, so soll nicht disrespectful sein, aber kannst du den Teller tragen? Auf gar keinen Fall, du hast ihn mitgenommen. Ach komm. Komm schon. Nee, überhaupt nicht, Mann. Kannst du auch von meiner Pizza beißen? Ich bin satt, danke. Okay, durch den Hoodie rein. Jetzt eine Kippe? Ich hab schon, danke. Also, ich hab selber eine. Hast du überhaupt noch irgendwas von mir? Oh mein Gott, jetzt fängt das schon wieder an. Ja, jetzt fängt das schon wieder an. Was machst du denn schon wieder so ein Drama? Ja, wie? Ja, wie? Ja, wie? Ja, hauptsächlich zahl die Miete, ne? Ja, besser so. Sonst wären wir irgendwie auf der Straße oder so. Ja, wenn es mich nicht gäbe, wären wir schon längst auf der Straße. Aber Curtis kümmert sich wieder um alles. Ich kann auch zurück ins Heim gehen, glaube ich. Nee, nee, bleib mal schön da. Na, na. Genau. Bist du müde? Nö, ich will zocken. Was denn? Haben wir die GameStation schon angeschlossen? Oh, danke für die Antwort, Mann.
Voll nett von dir. Dass du mich nicht ignorierst. Während ich neben dir stehe. Ja, ja, geh ruhig, geh ruhig. Ich warte hier. Kopfschmerzen, Junge. Du kannst jetzt nicht legal anreisen und dann ausspielen, dass du der größte Dealer der Stadt bist. Nee, das ist ja dumm. Du machst ja auch eine Char-Story, ne? Also wie dein Charakter quasi anfängt, auf dem Server zu spielen. Aber ich denke mal schon, dass irgendwann nach einer gewissen Zeit oder so du die Möglichkeit hast, deinen Charakter noch ein bisschen zu entwickeln und umzulenken. Aber du kannst jetzt nicht auf Pablo Escobar machen. Denn auf Storyline ist das so, soweit ich verstanden habe, wenn du in deiner Char-Story so was reinschreibst und du irgendwann mal einen Support-Fall hast, wird in deine Char-Story reingeguckt und wenn das da drin steht, dann spricht das für deinen Charakter und dementsprechend darfst du ja auch gewisse Dinge dann so leisten. Weißt du? Guck, der läuft. Ja, scheiße, Luis, und? Ja, hab alles. Wie viele Flaschen hast du bekommen? Eine. Eine nur? Ja. Aber auf dem Scheißrezept da stand zwei. Der hat mir nur eine gegeben. Fucking hell, eine ist besser als keine. Und? Hat er irgendwas gefragt? Wo ist Lea? Die ist kurz pingeln. Okay. Hat er irgendwas gefragt? Oh, nö. Hat gesagt, das Rezept ist jetzt entwertet und, ja. Ja, aber klang der so ein bisschen so... Ja, fuck, ich weiß, dass du mich verarscht, Mann. Oder nee. Ich glaube dir nicht. Nö. Das ist gut. Ich war komplett überzeugend, sag ich dir. Gut gemacht. Hat dir nochmal ins Gesicht gehustet. Ja, das ist gut. Volle Kanne, ey. Hat er gesagt, ja, das schmeckt und klingt wie Reizhusten. Ja. Ich habe keine Ahnung, was die Flasche wert ist. Aber das sagt uns Ricky. Ja, okay. Krass, Mann. Scheiße, wir kommen die Fälle beim Tisch ziehen. Ja, ich habe den schon mal vorgewarnt, weil mein Hausarzt meinte so, ja, wir sollen es sofort behandeln, bevor es chronisch wird. Und das läuft jetzt schon eine Woche und so, ja. Weißt du, was richtig ideal wäre? Was denn? Wenn du die Tage noch mal hergeben würdest und dann lässt du dich untersuchen, damit die eine Patientenakte für dich erstellen. Haben die, glaube ich, schon gemacht. Ja, aber dann hast du jetzt schon eine und dann, die schreiben halt da rein, ne? Das dann schreiben die rein, dass du so einen Husten hast und so, genau. Ja. Der meint auch, wenn das nicht weggeht, so soll ich in 2-3 Tagen nochmal wiederkommen. Ja, das machen wir. Ja, auf jeden Ab sofort Fall. Bist du krank. Ich bin komplett Husten. Okay, aber hab mir noch kurz ein Flair. Ja, klar. Hast du vielleicht noch eine Kippe? Na klar, für dich doch immer, Luis. Ja, geil. Eine nur? Bei Husten. Eine reicht, ey. Ach komm, ich gebe dir 3. Scheiße. Ja. Ey, danke. Ich gebe dir die Ding. Flasche, ey. Ja, jo. Aber so undercover-mäßig, okay? Da, ich hab's dir zugesteckt. Tu deinem Hol die rein. Ja, ja. Shit. Wie viel ist denn das? Ja, keine Ahnung. Der hat gesagt, also sind ein paar Milliliter auf jeden Fall drin, ne? So ein paar 100. Ich habe erst gedacht, die rufen die Cops. Ach Quatsch, ich bin Profi, ey. Ich bin Profi. Ja, aber ich weiß, dass du Profi bist, Luis. Kann Leute überzeugen. Deshalb bist du einer meiner besten Freunde. Wir sind nicht auf den Kopf gefallen. Nee. Wir sind nicht auf den Kopf gefallen. Vielleicht lerne ich eine Ärztin kennen. Ja, aber du lebst doch keusch. Ja, vielleicht lebt sie auch keusch mit mir. Ja, stimmt. Ja. Könnte passieren, ne? Bist du denn bereit für so eine Beziehung? Auf gar keinen Fall. Ja, wenn wir an deine Ex-Freundin denken, an Roxy, Mann. Weißt du noch? Ja, Roxy. Ja. Oh. Das ging ja voll in die Hose. Ja, da hast du recht, ey. Das war schon wieder ein Schritt zu weit. Du machst das schon, Luis. Ich vertraue dir. Ja, klar. Nun, ich will da durchdrehen, okay? Nein, ich drehe nicht durch. Nun, ich will da von rechts rumrennen und so. Du kriegst auch keine Strap.
Nee, will ich gar nicht. Ja, ja, ich kenne dich. Scheiße, Mann, wie lange ist mir auf Klo? Ich tue mit Worten viel mehr weh. Fuck, wir haben übrigens nichts zu essen zu Hause. Wir sollten gleich mal eine Lasagne kaufen. Scheiße. Gehen. Am Nachtschalter. Aber wir müssen auch gucken, wie wir kochen können. Ja, ja. Das besorgen wir morgen. Wir haben, okay. Ich habe ein paar Getränke gekauft, die sind im Kühlschrank. Okay. Aber Geld hat nur für Wasser gereicht. Na, wir können gleich noch ein bisschen was einkaufen. Guck mal, da kommt Ricky, oder? Ist das Ricky? Ich glaube schon. Das klappt, oder? Ja, klar, Bro. Im Ernst? Ja, ja, ja. Gar kein Ding. Luis kann auch immer wieder kommen, ne? Im Ernst? Ja, ja, kein Ding. Ah, ja, perfekt. Willst du dir solche eben die Nummer geben? Ja. Pack mal, wo bleibt leer? 180, 680, also 323. Ja. 180, ja. 680. Wow. Ach, keine Nummer, richtig, wa? Ja. Das ist wirklich eine easy Nummer. Was hast du vielleicht was zu essen bei den Churri oder so ein Scheiß? Ja. Ich hab echt erst gedacht, die wollen die Bullen rufen, ne? Aber okay. Die wären ja schon da gewesen, sehe ich gerade. Super. Ich kann dir was zu trinken geben. Das kann schau. Sein, dass Mila. Hallo? Ich geh mir mal Chat? Schnell drum aus. Chat, Chat, Chat. Kann sein, dass Milas Internet komplett RIP ist. Ach Quatsch, sein Bullshit. Grüße. Ja, ich komme sofort wieder. Ja, ruhig zum Onkel. Ja. Ganz kurz, Afka. Yo, what up? Yo, Internet ist komplett RIP. Yo, Onkel, was geht ab? Yo, geht ab, man. Alles klar, man. Pack, lass abstarten, man. Was? Alles läuft genau nach Plan, verdammt. Yo. Drehst du schon wieder durch? Nein, verdammte Scheiße, nein, Mann! Aber ich hab alles unter Dach und Fach. Okay. You know what I'm talking about, man? Yeah. Komm, komm, los! Kirben! Ja, die kann halt jetzt nicht zurück ins LP kommen. Okay, das RIP. Ah, Scheiße. Ja, lass durchstarten, Mann. Leer, komm, stimmt nach. Okay. Okay. Hallo, Chiboy, Picke! Ricky, was ist der Scheiß wert? Boah, das ist beliebt auf der Straße. Ihr könnt locker 300 dafür verlangen. Wir haben eine ganze Flasche, ne? Ja, ja. Das ist beliebt auf der Straße. Übernimmst du den Chat? 100%. Von mir könnt ihr das auch selber verkaufen. Wenn ihr das drauf habt. Nein, nein, mach du das mal. Wir werden 100% gerippt. Und ich will nicht, dass der Onkel ausrastet. Jo, warte mal, warte. Hm.
Scheiße. Fahren wir jetzt eigentlich mit? Machen wir gleich. Ey, Pater! Was? Ja, Luis, auf jeden Fall ein guter Job. Ey, wirklich. Ja, danke. Ja, schneid euch mal an. Ja, ja, was ist denn? Enkel. Ja, kannst du mich an der Crip rauslassen, Ricky? Kann ich machen, ja. Ich hab eine neue Nummer. Das war ein sehr guter Job. Das ist krass, dass es so smooth funktioniert hat. Ja, easy, man. Ich hab schon ganz andere Dinge durchgezogen. Ja, ist auch kein Problem. Hallo? Ja. Okay, bis du kannst gerne wiederkommen. Und dann scheiß Handy aus, sonst schreib ich meine neue Nummer auf. Dann bin ich auch Yo. Genau, ich hab Big Ö was zugesteckt, wenn 3-2-3. Ja, chill mal, warte. Jo, du Scheiße, ich und Technik. Wenn ihr das so oft habt, dann könnt ihr euch ein bisschen Cash schütteln. Ich hab dem was, ein bisschen was gegeben. Dann könnt ihr das lernen, wenn ihr da Bock drauf habt und euch das zutraut. Okay, 3-2-3? Ja. 180. Jo. Ja. 680. Warum parkst du hier? Ich bin Wäsche da. Ich habe dir geschrieben. Nee, ruf lieber an. Ja, wie? Wie? Dann kann ich mich nochmal besser speichern. Ja, das war ich. Ich habe angerufen. Aber ich sag mal so, an dem Rezept hat er nichts auszusetzen gehabt. Und das war der Typ, der noch für die Rezepte zuständig ist. Ja, warte. Was soll ich? Jo, das Rezept wurde von mir geschrieben, Mann. Kein Schuss, kein Schuss. Aber ich geh jetzt in die Crib, ich geh pennen, Bro. Ja, kein Problem. Weißt nicht, was du machst, Luis? Kannst du nur mit Ich geh noch mal shoppen, gleich. Wo wohnt ihr noch mal hier, ne? Ja, hier. Ja, ja. Wo gehen wir fahren? Nö. Nee. Dann bis später. Luis, kauf Lasagne und tu dem Kühlschrank. Komm, hast du gehört? Hast du ja, ja, hab ich. Also. Luis? Ja? Lasagne, Bro, Lasagne. Okay, ja, ich kauf das jetzt alles nochmal. Ein bisschen essen, ein bisschen trinken und so. Lass dich nicht abziehen. Ach Quatsch, Alter, wer zieht mich denn ab? Guck mich an. Na, Spaß. So, ich mach dann für heute aus. Ich mach mir noch was zu essen. Und chill dann noch Red Devil. Dankeschön für Luis am 59. Pilot und Co-Pilot essen an Bord niemals das gleiche. So ist es unwahrscheinlicher, dass beide gleichzeitig eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Cool. Wissen. Ich bin sowieso. Scheiße, ne, ist der Enkel, scheiß drauf. Aber yo, hier kann man chillen an der Haustür. Junge, der geht mir richtig auf den Sack, ne? Aber auch ein cooles Feature, dass jemand anklingen kann und dann so ein Sound kommt und so ein Shit. Das ist keine Klinge mehr, das ist ein Vibrator, wenn der klingelt. Morgen mache ich mal Link fertig für Storyline. Und, ja, dann werden wir die nächste Zeit erstmal da gucken, was da abgeht auf dem Server. Habt ihr den Bock drauf? Sag mal. Stimmt, ne? An die Nicht-Resident-Sleeper gerade hier. Junge, Discord, nichts funktioniert hier mehr. Ja, ja, ja. Ist cooles RP, Mann, ehrlich. Ist echt cooles RP. Okay, dann wunderschöne gute Nacht. Dankeschön für den Support. Lass uns nie anquatschen. Aber why nix mehr Sektor? Ich habe nie gesagt, dass ich nicht mehr auf Sektor spiele. Ich weiß momentan nur nicht, was ich auf Sektor machen soll. Deshalb gucken wir mal ein bisschen woanders auch. Weil sonst schiebe ich Langeweile, Alter. Dankeschön, Loco.
Dankeschön für den Support. Lass uns nicht anquatschen, bleib gesund und bis später. Gute Nacht. Bye-bye.